Es ist wieder ein Spitzenspiel für uns. Es geht immer ein Schlag auf Schlag. Natürlich wird Hannover alles dafür geben, um bei uns Punkte holen zu wollen. Wir müssen natürlich wieder weiter konzentriert arbeiten, uns fokussieren auf das, was auf uns zukommt und alles reinwerfen, was wir haben. Ich glaube, man hat am Sonntag gut gesehen, dass es ohne die Zuschauer nicht möglich gewesen wäre, hier zu gewinnen. Also wir waren 6 Tore hinten, das war fast unser Genickbruch. Und wenn wir das wieder wiederholen können, wäre das genial und zusammen dann hoffentlich einen Sieg einfahren. Ich gewinne lieber 34 Mal so als 20 Mal hoch und einmal zu verlieren.